So gefällt uns der Richie am besten, im Sattel sitzend. Richie, junge Pferde ist dein Steckenpferd, das ja. Muss man ganz klar sagen. Deshalb haben wir uns gesagt, wenn, dann wollen wir dich auch einmal im Sattel eines Jungpferdes sehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja was ganz Besonderes, ja. was du uns jetzt hier gezeigt hast. Aus Comilfaux, letztes Wochenende noch mit Markus so hoch erfolgreich, aus einer legendären Mutter, aus Ukinder von Hugo Simon. Wie ja. ist das zustande gekommen? Ja, also Hugo und Margit Simon haben den Hengst gezüchtet und haben dafür einen Reiter gesucht. Und ihr erster Ansprechpartner dafür war Bernd Herbert, zu dem das Pferd Ende November, Anfang Dezember gekommen ist, letzten Jahres. Und als ich dann hierher gekommen bin, Mitte Januar, durfte ich das Pferd übernehmen. Du durftest das Pferd übernehmen, unglaublich großrahmig. Ukinder bekannt dafür, dass sie ein sehr vermögendes Pferd war, in Kombination mit Comilfaux, muss ja. man sagen. Das hört sich von der Grundidee schon mal recht gut an. Genau. Wie war das beim ersten Mal ausprobieren, als du drauf saßt? Also das war ein unheimlich cooles Gefühl, muss ich sagen. Hugo war hier dabei, als ich ihn das erste Mal geritten habe. Er wollte sich das anschauen, ob das passt. Ja. Und ich muss sagen, da haben wir schon mal auch mal einen höheren Sprung gemacht und so. Das hat sich alles sehr gut angefühlt, ja. Jetzt ist es ein bisschen fast Tiefstapelei, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar unweit von hier entfernt habt ihr beiden, also Karlchen ist sechsjährig, das muss man mal dazu sagen. Karlchen S, so heißt er, ja. Ist von Margot so genannt. Herrlicher Name. Ja. Bundeschampionatsqualifikation mit einer Note, die musst du uns einmal sagen. Ja, das war eine 9,8. Mit einer 9,80 schon mal für Warendorf qualifiziert. Bisschen untypisch eigentlich so, wenn man das sieht, für Comilfaux, weil eben ja. Unglaublich groß, langbeinig, ja. großzügige Linien. Also das ist schon ein vielversprechender Youngster. Jetzt wollen wir aber nicht nur alleine über Karlchen sprechen, sondern wir wollen so ein bisschen über das reden, was Richard Vogel auszeichnet, Jungpferdeausbildung. Ich hatte gefragt, ob du etwas mit uns machst, was du gerne mit jungen Pferden machst, was einen besonderen Sinn macht. Für was hast du dich da entschieden? Ich habe mich jetzt relativ sicher oder relativ schnell dafür entschieden, weil ich das sehr häufig mache, mit euch hier Gymnastik reinzuspringen. Ja. Weil ich einfach ein großer Fan davon bin und als gerade zum Beispiel auch in Karlchens Situation. Er hat auch Anfang des Jahres schon Springpferde L&M ist er gegangen. Und Hugo hat das dann auch sehr schnell gefördert, dass er auch mal ein M-Springen auf Fehler und Zeit geht. Und daher kennt er wirklich Parcours und hat da auch schon echt einen guten Instinkt. Und insofern, glaube ich, muss man das gar nicht mehr bis zum Gehen nicht mehr mit ihm trainieren. Und so ein bisschen Gymnastik rein, einfach zur Schulung des Sprungablaufes, tut ihm daher, glaube ich, fast besser, als wenn man ihn jetzt nur Parcours springt. Ist es so, dass du bei großen Jungs, ist das ja so, wenn die schnell groß werden, die müssen erstmal so ein bisschen in ihren Körper reinwachsen. Die können, die haben am Anfang noch nicht so einen selbstverständlichen Bewegungsablauf. Ja, ist das auch mit so einer Situation, dass man sagt, Mensch, gerade eben, wenn immer gleiche Abläufe sind, lernen gerade auch große Pferde das vielleicht ein bisschen leichter? 100%, genau. Also gerade große Pferde, die manchmal wirklich lernen müssen, so ein bisschen mit ihrem eigenen großen Körper umzugehen. Ich glaube, für die ist so eine Gymnastikreihe unheimlich lehrreich. Wie du sagst, sie kommen immer wieder in selbe Situation und stellen dadurch fest, wie es für sie am einfachsten fällt, mit so wenig Aufwand wie möglich den Sprung mit einer guten Technik zu überwinden. Also daher finde ich das sehr sinnvoll, ja. Lösungsphase haben wir gerade schon vorhin auch schon intensivst gemacht. Also sind wir mal gespannt jetzt auf die ersten Sprünge von Karlchen. Jawohl. Wie gesagt, das Ziel ist jetzt im Grunde, dass er da einfach relativ lässig das erstmal macht. Man kann hier schon sehen, Karlchen hat einen sehr großen Galopp
Ja. Und ihm wird es auch meistens am Turnier in den Kombinationen immer relativ eng. Und das können wir hier jetzt auch feststellen. Wenn man das jetzt sieht, kann man sagen, Mensch, das steht aber wirklich eng. Das muss man weiterstellen. Ich bin jetzt, wir machen das heute gar nicht zu hoch und dann finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn das für ihn so ein bisschen ein Ticken eng steht, damit er das eben lernt. Also, aber ja, das ist nicht extra eng, sondern am Ende ist es steht, im Endeffekt, das ist die ganze... Normal. Das steht normal. Also wenn ich jetzt einen hätte mit einem kleineren Galopp, dann würde das eher sogar ein Ticken weiter werden. Ja. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, das für ihn jetzt im Training schon extra weit zu stellen. Ja. Weil auf dem Turnier muss er auch dieselbe Kombination springen wie alle anderen Pferde. Nicht leicht machen, er muss lernen mit der Situation. Also nicht jetzt mit Absicht erschweren. Ja. Aber schon jetzt im Training ihm das einfach über kleine Sprünge schon ein bisschen schulen, dass er in den Kombinationen den Galopp ein bisschen verkürzt. Aufgefallen ist, er ist im Körper, wobei er groß, unglaublich schnell. Ne? Ja, das ist er, ja. Das ist also machen wir noch mal die Reihe? Ja. Die Ideen, die du hast, die du einfließen lässt für die Ausbildung von jungen Pferden, ist das so, das ist ja nicht alles intuitiv. Wer waren da so Leute, wer waren da so die Personen, die dich da ja auch so besonders geprägt haben? Was würdest du sagen? Ich muss sagen, die alle aufzuzählen, das ist fast unmöglich. Ja. Das waren unheimlich viele. Also ich genieße es auch, wenn ich von Leuten mir viel abgucken kann. Ja. Das hat schon angefangen in ganz jungen Jahren bei meinem Onkel Richard Krohm. Ja. Der zwar selten bei mir zu Hause wirklich tatsächlich vor Ort war, aber mit dem ich mehrmals die Woche telefoniert habe und Videos hin und her geschickt habe, mich beim Training gefilmt habe und dann telefoniert habe, Mensch, was können wir verändern, wie geht's besser? Also er hat mich da sicherlich am meisten weitergebracht in den jungen Jahren. Und dann habe ich natürlich hier erstmal in meiner Lehre bei Bernd und Martina Herbert unheimlich viel profitiert. Ja. Das war, denke ich, unerlässlich. Und dann, in Riesenbeck nimmt man auch noch ein bisschen was mit. Ein bisschen was ist gut. Also das, denke ich, war dann natürlich nochmal ein sehr großer Schritt, den ich da machen konnte. Ja. Reiterlich einfach, da habe ich nochmal sehr, sehr viel gelernt und konnte mir von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten und vielen verschiedenen Reitern eben was abgucken. Wollen wir die Reihe noch so lassen oder sollen wir noch was verändern, bevor wir dann die Reihe mit den Ochsen noch mal machen? Ich denke, wir können es auch hierbei belassen. Ja. Das hat er jetzt eigentlich gut gemacht, hat seinen Körper schön genutzt. Und machen wir bei der Ochserreihe weiter, würde ich sagen. Du hast gerade auch so ein bisschen so die Stimme noch mitnehmen müssen. Ist das so ein bisschen auch so, dass dieser Ehrgeiz, den er einfach auch noch hat, der auch noch gerade eben so rein, auch noch mal so ein bisschen deutlich wird, dass man ihn so ein bisschen gucken muss, dass man ihn auch ein bisschen bei Ruhe behält? Genau, ja. Also jetzt nicht mal nur bei rein, auch im Parcours, das öfters mal erfahren, dass er, was ja auch sehr positiv ist, das will ich ihm überhaupt nicht nehmen. Ja. Deswegen versuche ich es auch nur so ein bisschen mit der Stimme ein bisschen auszugleichen und jetzt gar nicht da zu viel mit Sitz und Hand einzuwirken. Also dieser gesunde Zug und Wille zum Sprung ist ja was Positives. Das will ich ihm gar nicht nehmen. Ich wäre jetzt allerdings, wenn ich das noch gefördert hätte, zu dich gekommen. Und daher habe ich ein bisschen die Stimme eingesetzt. Sollen wir es nochmal so lassen? Oder sollen wir's, genau, oder? Ich würde es einmal noch so lassen. Ja, okay. Ihr kennt das zwar, aber trotzdem einmal, um das nochmal abzusichern, so rüber. Und dann können wir das ein bisschen erhöhen. Sehr gut. Okay, jetzt sprang er wirklich schon sehr locker. Ich denke, jetzt können wir das erhöhen.
Ja, wenn man so einen Youngster, den Hugo selber gezogen hat, so zur Verfügung stellt, das ist auch schon so eine kleine Ehre, oder? Als man gehört hat, meine Güte, er hat dich dafür auserkoren, sein eigenes Zuchtprodukt, Hengst, aus seiner Kinder zu zeigen. Wie war deine Reaktion, als er dich gefragt hatte damals? Doch schon. Also ich habe natürlich überhaupt nicht lange überlegt. War ich sehr begeistert. Und ja, wie du sagst, das ist schon ein bisschen eine Ehre auch. Mhm. Und ich genieße es auch, mit ihm wirklich öfters auch zusammen zu trainieren. Ja. Oder wenn Fragen aufkommen und er ist jetzt halt nicht hier. Er wohnt nicht weit von hier, eine Dreiviertelstunde. Aber ist jetzt auch nicht jeden Tag hier. Aber ich kann ihn jeden Tag anrufen oder egal, wenn was ist, immer anrufen und um Rat bitten. Also das ist schon auch ein Riesenvorteil für mich. Ja. Und mit dem großen Vorteil, er kennt das Pferd in- und auswendig, also eigenes Zuchtprodukt. Genau. Er kennt dann auch so Sachen von Kinder, wie die wahrscheinlich auch noch so ein bisschen war. Ja. Also dass man da wahrscheinlich viele, Vergleiche zieht. Auch von der Mutter. Ja. Das hilft schon weiter, ja. Das hilft schon. Man tolle, darf davon profitieren. Tolle Kombination. So, machen wir noch mal die Reihe. Genau, ja. Jetzt habe ich es ihm natürlich noch ein bisschen schwer gemacht. Ich hätte ihm natürlich noch mal ein bisschen Platz geben können. Das geht auf meine Kappe. Kein Problem. Dafür machen wir es ja, dass sie einfach. Ich unterstütze ihn ja jetzt gar nicht groß. Ich gebe gar nicht zu viel Bein, damit er selber sich entwickeln kann und selber so ein bisschen die Ochse springt. Ich würde es jetzt noch einmal wiederholen und einfach den hinteren Ochse noch mal einen Ticken breiter machen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie er darauf reagiert. Ich glaube, da freut sich nicht nur der Reiter, da freut sich auch der Züchter, glaube ich. Ne? Ja, das hoffe ich. Ja. Nee, das glaube ich auch, ja. Ganz, ganz, ganz toll. Wie sind die weiteren Pläne jetzt für Karlchen? Das relativ kurzfristig steht ja jetzt schon das Bundeschampionat an in Warndorf. In 14 Tagen, sind gar keine 14 Tage mehr, genau, fast nur noch 10 ganz. Tage geht schon los. Ja. Ja. Morgen in einer Woche fahren wir schon hin, genau. Ja. Und daraufhin machen wir jetzt. Haben wir jetzt die letzten Woche viel Konditionstraining gemacht. Ja. Und tun jetzt noch so ein bisschen gymnastizieren. Machen gar nicht mehr zu viel, dass er da dann schön frisch ankommt. Und versuchen da unser Bestes zu geben. Bundeschampionat hat einen ganz besonderen Reiz. Hat den Reiz im Endeffekt, dass nicht nur die besten Pferde sich miteinander dort messen, sondern es sind darüber hinaus auch wirklich viele Top-Ausbilder, die einfach da sind. Ist das auch ein bisschen so, dass man sagt, meine Güte, gerade auf so einem Bundeschampionat möchte man sich einfach auch nicht nur sein Pferd gut in Szene setzen, sondern sich selber natürlich auch. Gerade dann, wenn man wie du einfach so ein auch noch recht jung, selbstständig gemachter Ausbilder von jungen Pferden ist? Sicher, also ich freue mich unheimlich darauf. Ich bin noch nie dort geritten, muss ich sagen. Ja. Aber es war schon immer mal wirklich ein Traum, da einfach auch an den Start zu gehen. Weil, wie du sagst, also ich denke, das hat doch noch einen sehr hohen Stellenwert in Deutschland, das Bundeschampionat. Und sich da zu messen und auch, ja, natürlich will man seine Pferde optimal da präsentieren, aber auch für sich selber ist das, glaube ich, eine Plattform. Und ja, da freue ich mich drauf. Um sich da zu zeigen. Toll. Karlchen S. Aus dem Hause Simon. Von Hugos Kinder. Jetzt geht's wieder raus aus dem Sattel. Und dann freue ich mich, dass es dann weitergeht mit unserer illustren, tollen Gesprächsrunde. Ja. Jetzt haben wir gerade Hugos Pferd gesehen und da freue ich mich, dass wir Hugo auch noch einmal ganz kurz, das war Zufall, müssen wir ganz ehrlich sagen, ja, dass du auch hier bist, das war gar nicht geplant. Ein Youngster, den du
bei Richard hier hast. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass du den hier zu Richard gestellt hast? Das war ganz einfach. Ich war im November war ich hier am Turnier mit meinem Mädchen, die Dominique Michelle. Und die hat meinen Hengst geritten und dann habe ich gesagt, jetzt sollte er höhere Klassen gehen. Habe ich zu Bernd gesagt, du, wenn du jetzt nicht so viel zu tun hast, kann ich dir den doch bringen, weil wir wollten Urlaub machen im Dezember und aufs Boot. Und da sagte er, ja, kein Problem, jederzeit. Ich sage, du kannst ihn ja, ich bringe den hin, kannst ihn ja 3 Tage probieren, ob er dir liegt. Ja, sagt er, nach 3 Tagen sagt er, Hugo, das ist fantastisch, war alles klar. Wir fahren in Urlaub, Dings, kommen dann am 28. Dezember zurück. Sag ich, wie hat es geklappt? Alles aus. Sagte, ich habe was für dich, das musst du vielleicht angucken. Bei mir war schon früher der Richard Vogel und der reitet eben Springpferde etwas vorteilhafter wie ich. Ich sage, das brauche ich nicht. Du reichst mir, das ist schon in Ordnung. So, also, ich kenne ihn nicht. Sag, ich kenn ihn. Du kennst ihn nicht? Ich sage, ich habe noch nie gesehen, ich kenne ihn auch nicht. Ich sage, wir kommen am 2. Januar kommen wir gefahren, da können wir uns das hier mal angucken. Ich komme am 2. Januar hierher gefahren. Kommt uns ein junger Mann entgegen und sagt, Tag Herr Simon, ich bin derjenige, den Sie nicht kennen. Also, so, denke ich, das passt ja gut. Wir ihn aufs Pferd gesetzt und das sah sehr ordentlich aus, muss ich sagen. Das hat er sehr gut gemacht. Sag ich, du, Bernd, wenn du das magst, der bleibt bei dir stehen. Wenn du das magst, dann machen wir das. Dann lass ihn reiten. Ja, sagt er, der kann das ein bisschen besser wie ich. Und ich sagte, ob er es besser kann, das werden wir sehen, aber lass mal. So, und dann haben sie das gemacht, dann ging er aufs erste Turnier, dann hatte ich mal 2-3 Mal mit ihm trainiert, dann ging er aufs erste Turnier und das war hier in Fernheim und das war sehr ordentlich. Da hat er 2 Springen geritten, 2 gewonnen, aber sehr ordentlich. Und so ging es weiter und mittlerweile war er ja mit dem Pferd, hat er einmal eine Sichtung geritten fürs Bundeschampionat mit 9,8. Jetzt sag aber bitte nicht, das war ordentlich. Das war, ja, ordentlich ist ja nur eine 9, aber er war sehr gut. Okay, also das war schon ein bisschen mehr als nur ordentlich. War, ja, und hat auch danach auch 2 Sterne damit gewonnen, also sehr, sehr erfolgreich. Ja, und so haben wir uns kennengelernt und ich habe ihm dann gesagt, gut, da wollte er gerne aufs Bundeschampionat. Und da habe ich gesagt, ich habe auch noch eine Stute, die könntest du eventuell reiten. Da habe ich sie ihm zum Turnier gebracht, auch ein sehr gutes Pferd, ein 5-jähriges Pferd. Mit dem war er auch gleich 9,0, hat sich auch fürs Bundeschampionat qualifiziert. Jetzt lohnt sich die Fahrt auch eher. Und da habe ich gesagt, jetzt können wir losfahren. So. Und jetzt fahren wir zum Bundeschampionat. Und hier war ich heute nur per Zufall, weil ich die junge Stute an und sich sehen wollte. Jetzt habe ich auch Karlchen gesehen und nachher trainieren wir ein bisschen die Stute. Was meinst du, was ist so ein bisschen das Besondere, was Richard Vogel auszeichnet, ganz besonders bei seinen jungen Pferden? Ja, der Richard hat viel Gefühl für den Galopp, für die Distanzen und ist eine coole Socke. Also den regt so schnell nichts auf. Manchmal etwas zu cool, er lässt sich oft viel Zeit, bevor er an den Start geht oder so. Das ist das, was ich eben nicht so gerne mag. Ich bin immer gern 10, 15 Pferde vorher am Abreiteplatz, um sicher zu gehen. Das kann dann beim Richard schon mal passieren, dass er etwas später kommt. Aber er kriegt es immer geregelt. Also das, was wir jetzt schon gesehen haben, muss man ganz ehrlich sagen, das sieht wirklich toll aus. Ja, er macht es wirklich gut. Macht er wirklich gut. Comilfaux, ein Hengst, 6-jähriger Hengst, Comilfaux aus Okinda. Wenn man genauer hinguckt, Comilfaux sieht man nicht so richtig. Nein. Man sieht diejenigen, die sich an Okinda noch erinnern. Mehr Okinda. Er hat auch das Springvermögen von Okinda. Aber gut, was sagen wir, Springvermögen von Okinda. Comilfaux hat jetzt die Europameisterschaft bravourös bestanden. Also das ist schon gut. Und wenn er den Ehrgeiz von der Ratina Z wo Comilfaux Abstand hat, dann passt das schon. Was zeichnete Okinda damals noch ein bisschen aus? Was war für dich das Besondere an dieser Stute? Die Okinda hatte unheimlich Springvermögen und war ziemlich vorsichtig. Die Reitqualität war nicht so gut. Ja. Und damals, wie wir sie decken gelassen haben, da habe ich überlegt, wir müssen so einen kleinen Gummiball nehmen, der schöne Technik und alles hat und gut zu reiten ist. Und da sind wir damals auf den Comilfaux gekommen. Und da habe ich gedacht, sie groß, viel Springvermögen und
der Kleine ein bisschen pfiffiger und so, das müsste passen. Und so ist sie eben rausgekommen. Aber sie hat auch noch zwei sehr gute Nachkommen von E.T. Ah, vom Klon ist vom Klon vom E.T. Ja. Und das sind zwei, jetzt ein Vierjähriger und ein Dreijähriger, das sind auch zwei Ausnahmefälle. Also wir hatten einfach Glück mit der Stute, mit der Zucht. Und es ist ja auch sehr wichtig, wenn man züchtet, eine gute Stute zu haben. Sonst ist es meistens, geht es nicht so auf. Der Hengst alleine macht es nicht. Kommst du zum Bundeschampionat zum Gucken? Ja, wir fahren selber hin zum Bundeschampionat und wollen uns das angucken. Das ist ja wie unser Urlaub. Und ich wünsche euch beim Urlaub ganz, ganz viel, nicht nur viel Freude, sondern auch ganz viel Erfolg. Das Karlchen, nicht nur Karlchen, wie heißt die Stute? Charisma. Charisma. Dass die beiden Pferde aus der Zucht von Hugo Simon vielleicht, wenn möglichst, wieder 9,8, dann gibt es einen riesen Jubel. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Also, das ist ja wirklich, auch bei dem Ritt, das hört sich ja so an, 9,8, aber bei dem Ritt war alles richtig. Eine 10-0 zu geben ist ja fast unmöglich, das machen ja kaum Richter. Aber das war wirklich, nahe dran ich saß da als Zuschauer mit dem Moa zusammen, der spanischen Reiter. Ja. Der hat gesagt, ja, muss jetzt eine 10,0 kriegen. Ich sage, das gibt's nicht. Ich sage, wenn sie 9 kriegt, reicht das. Mehr gibt es hier nicht. Mhm. Aber das war auch berechtigt, muss ich sagen. Weil es, man kann es ja auch in Clip My Horse verfolgen, kann man es sich anschauen. Das war einfach ein Jahrhundertritt, wie das so ist. Ein toller Ritt. Ja. Wir drücken fest die Daumen. Danke, Hugo. Schönen Dank.